Ihr bringt den Stein ins Rollen, den Fortschritt in Gang und Butter bei die Fische. Ihr macht aus einem Tal ein Valley. Ihr fragt nach der Zukunft und antwortet mit Zuversicht. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Blacksuit und Blacksmith, die zwei ersten Sorten der Bergischen Brennerei Berger. Und ich habe Johannes Berger bei mir. Wie kommt man eigentlich dazu, dass man Gin herstellt? Ja gut, wie man sich vermutlich schon denken kann, ist das aus einem Hobby heraus erwachsen, also aus purem Eigeninteresse hat sich dann dieses Hobby dann zum Beruf entwickelt oder soll es zumindest noch weitergehen. Jetzt aktuell sind wir noch im eher Hobby-Status, aber es geht weiter voran, also ich bin auf einem guten Wege, denke ich. Gin ist ja seit einigen Jahren ein In-Getränk, würde man sagen. Ist ein Getränk, das sich großer Beliebtheit erfreut, wenn man das dann selber herstellt. Wie ist das? Ist es pure Freude, dann rumzuwerkeln, um dann diese zwei ersten Sorten dann herzustellen? Das absolut. Es ist die reine Freude für mich. Also es fühlt sich niemals an wie Arbeit. Haben Sie vollkommen recht. Das ist seit einigen Jahren doch sehr im Trend. Da bin ich ein wenig spät hinterher, aber ich mache es halt eben aus der Freude, weil ich auch selber gerne Gin mag. Und wenn man dann später seinen eigenen Gin hergestellt hat, der einem genau so schmeckt, wie man ihn haben möchte, das ist schon eine sehr große Freude. Wir sind hier in der Produktionsstätte. Wie ist es dazu gekommen, dass man ja ein Start-up gründet, um dann Gin nicht nur ein bisschen herzustellen, ein bisschen zu probieren, sondern auch dann zu vertreiben und dann auch zu versuchen zu verkaufen? Ja, angefangen hat es damals noch bei meinen Eltern zu Hause im Keller mit einem kleinen Gerät, was für den Privatgebrauch erlaubt ist. Und es hat dann so viel Spaß gemacht und die Resultate konnten sich dann auch irgendwann mal sehen lassen. Dass ich dann dachte, ja, ich würde gerne auch mal mit größerem Gerät arbeiten, was aber nur gewerblich erlaubt ist. Und ja, dann muss man in diesen Apfel beißen, sage ich mal. Und wenn man dann die großen Geräte haben will, das macht dann schon deutlich mehr Vergnügen. Um dann zu sagen, ja gut, wenn ich aber jetzt auch so viel herstelle, dann ist der auch nicht nur für mich, der ist dann auch für andere Leute gedacht. Das trinke ich nicht alles alleine. Und diese große Gerätschaft steht gerade hinter uns. Wie viel Liter Alkohol könnte man hier in dieser Destille produzieren? Also der Kessel hat ein Fassungsvermögen von 120 Liter. Die könnten da in einer Rutsche durchgehen. Also in einem Brenndurchgang könnten das dann gute 200 Flaschen werden in etwa, wenn man nicht ganz voll macht. Also da könnte ich im Monat an die 5000 Flaschen könnten damit schon hergestellt werden. Bin ich jetzt gerade leider noch ein wenig von entfernt, aber auf dem Weg dahin. Das ist ja dann schon mal eine Hausnummer. Wir haben ja die zwei Flaschen schon gesehen und gezeigt. Wunderschöne Etiketten. Blacksuit und dann Blacksmith. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schmecken die beiden? Ja, der Blacksuit war ja der erste von beiden. Der geht ganz eindeutig in die Zitrusrichtung. Also Zitronenmyrte und Nana-Minze sind da die besonderen Merkmale. Die restlichen Zutaten möchte ich geheim halten. Kleines Geheimnis muss ja bleiben. Also ich sage immer, er schmeckt nach Strand. Der Blacksmith, der sollte jetzt noch mal etwas bergischer werden, sage ich mal. Und wenn man an das Bergische Land denkt, dann hat man nicht den Strand im Kopf, sondern eher die Wälder und die Berge. Also sollte er auch nach Wald schmecken. Und da sind es dann die Brombeerblätter und Holunderblüten geworden, die dann damit reinkommen sollten. Und dann schmeckt er ein wenig mehr nach Wald und krautig, könnte man vielleicht sagen, mehr nach Pflanze. Also dann schon unterschiedliche Geschmäcker dieser zwei Gin-Sorten. Bergischer Gin, das bedeutet, er wird hier in Remscheid hergestellt, aber auch mit lokalen Produkten hergestellt. Ja, also hier wird hergestellt, das ist auf jeden Fall. Ich meine, der Kessel steht ja hier, man sieht es ja. Ich versuche möglichst aus der Nähe, also auch innerhalb Deutschlands, meine Zutaten zu bekommen. Es ist nicht bei allem möglich. Also Zitronenmyrte wächst hier im Bergischen nicht. Aber je regionaler, desto schöner. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn Leute den Bericht sehen und sich für Gin interessieren, wo kann man den Gin kaufen oder wo könnte man den Gin mal probieren? Also, was kann ich da sagen? Also im Ausschank bin ich in einigen Kneipen in Remscheid und Lennep unterwegs, im Saxo, im Vis-a-Vis, in einigen Restaurants, wie zum Beispiel in der Klosterschenke.
Wenn man aber eine ganze Flasche haben möchte, dann müsste man in einige Läden, zum Beispiel, das wäre der Tee und Wein Wintermeier in Lennep und Ronsdorf, aber auch mittlerweile Edeka Rötzel ist mittlerweile auch ein Kunde geworden. Und damit schon ist dann der erste doch große Kunde, sage ich mal, geworden. Also für die vollständige Liste steht alles auf meiner Homepage, weil ich nicht an Privatpersonen direkt, ich bin rein im B2B unterwegs. Als Ein-Personen-Firma ist es zu aufwendig, an Privatpersonen zu verkaufen. Und da wäre ja dann die nächste Frage, wo soll die Reise hingehen? Das ist eine gute Frage, da lasse ich mich selber noch ein wenig von überraschen. Also ich bin Stand jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ich bekomme die Miete und alles rein, ich kann mich damit selbst finanzieren, das funktioniert. Und damit bin ich auf jeden Fall schon glücklich. Und alles, was jetzt noch weiter oben drauf kommt, ist einfach ein großes Extra. Das ist die Kirsche auf der Sahne. Ich bin gespannt, ich lasse mich da selber überraschen, aber mal sehen, wo es hingeht. Johannes Berger, vielen lieben Dank für dieses Interview. Also, Gin aus Remscheid mit den zwei Sorten Black Suit und Blacksmith. Probieren Sie es mal selber aus, wie es schmeckt.